Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Neues Jahr, neues Xperia. Ha, ha. Das Sony Xperia 1 Mark V kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 1.399 Euro und das nehme ich vorweg, weil es weiß eh jeder, das ist viel zu viel Geld. Wie sich das Xperia ansonsten in den letzten 6 Wochen in meinem Alltag geschlagen hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Los geht's, viel Spaß. Auch wenn man das Xperia 1 Mark V sofort als Sony Smartphone identifiziert, hat sich im Vergleich zum Vorgänger optisch doch ein wenig was getan. Was mir super gefällt, Rahmen und Rückseite sind matt und im gleichen Farbton gehalten. Auch die Strukturierung ist neu, das fühlt sich anders an. Irgendwie nicht wie Glas, auch wenn Sony Gorilla Glass Victus der ersten Generation verbaut. Auf der Front kommt bereits Version 2 zum Einsatz. Auch die Kameraeinheit hat Sony super integriert und zum Glück ist sie nicht so ausufernd groß wie bei anderen aktuellen Smartphones. Und das Xperia 1 Mark V bringt wieder ein paar Besonderheiten mit sich. Sony setzt noch auf eine 3,5mm Audiobuchse, der SIM-Slot ist noch immer ohne zusätzliches Werkzeug zu öffnen und dennoch ist das 1 Mark V wieder nach IP68 vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Der 256 GB große interne Speicher kann tatsächlich noch per microSD erweitert werden und es gibt wieder eine extra Taste zum Auslösen der Kamera. Durch das länglichere, aber dadurch schmalere Design liegt das Xperia in meiner Hand deutlich sicherer als breitere Smartphones und mit einem Gewicht von 187 Gramm ist es für die Größe noch angenehm leicht. Auch von vorne die typische Xperia Designsprache. Keine Notch, kein Punch-Hole, dafür breitere Ränder oben und unten, aber ich mag es, wenn das Display unberührt ist. Apropos Display, das entsperrt ihr per Fingerabdruckleser und der befindet sich wieder im Power-Button und reagiert schnell und zuverlässig. Zuverlässig auch die Front-Stereo-Lautsprecher, die gleichberechtigt strahlen und klar und differenziert klingen. Nicht die besten in einem Smartphone, aber wirklich gut. Wirklich gut, das kann man über den verbauten Vibrationsmotor leider überhaupt nicht sagen. Wer schon mal ein iPhone oder ein Google Pixel verwendet hat, der wird da ein wenig enttäuscht sein, aber eigentlich wollte ich euch ja jetzt etwas übers Display erzählen. 6,5 Zoll in der Diagonale und natürlich OLED und 120 Hz. Allerdings kein LTPO. Das Xperia 1 Mark V feuert also immer mit vollen 120 Hz. Das gibt tatsächlich ein noch flüssigeres Nutzungserlebnis, aber ein LTPO wäre akkusparender gewesen. Ob das am Tagesende schlimm ist, klären wir gleich. Wo Sony wirklich niemand etwas vormacht, das ist bei der Displayauflösung. 3840x1644 Pixel, das ist scharf, verdammt scharf und das sieht man auch. Das Panel wird auch in jeder Situation hell genug und ist immer gut ablesbar. Allerdings sind die Blickwinkel nicht ganz so perfekt wie bei anderen aktuellen Flaggschiffen. Im Alltag merkt man da aber eigentlich nie etwas von. Sonys UI ist quasi Stock Android mit ein paar kleinen Anpassungen wie SideSense und dem akkusparenden Stamina-Modus. Angefeuert wird das Xperia 1 Mark V vom Top Android-Prozessor himself, dem Snapdragon 8 Gen 2 nebst 12 GB RAM und das 1 Mark V ist so schnell, läuft so geschmeidig, dass es ein absoluter Traum ist. Unnatürliche Wartezeiten beim Starten von Apps, Denkpausen, all das sucht ihr hier vergebens. Die Performance ist einfach eine glatte 1. Empfang und Sprachqualität sind auf normalem Niveau, USB 3.2, Bluetooth 5.3 und ein 5000 mAh großer Akku. Klingt erst einmal viel, aber erinnern wir uns, ein 4K-Display und kein LTPO, also immer volle 120 Hz. Und dennoch ist die Laufzeit absolut top und muss sich nicht hinter anderen Smartphones mit ähnlich großen Akkus verstecken. In einem Tag bekommt ein normaler Nutzer das Xperia 1 Mark V nicht leer. Ich habe am Tagesende noch immer so 30-50% Restladung und mein Tag beginnt morgens um 6 und endet meist so gegen 23.30 Uhr. Geladen wird dann mit 30 Watt. Sony-Befürworter sagen, das muss so sein, denn das schont den Akku. iPhone-Besitzer, Galaxy-Nutzer und auch Google Pixel-Nutzer klatschen laut Applaus und sagen, genau so ist es. Nutzer chinesischer Smartphones kommen aus dem Lachen, kommen raus und ganz ehrlich, 30 Watt ist im Jahr 2023 für ein Flaggschiff einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch kabellos kann geladen werden, das dann aber noch langsamer. Bisher schlägt sich das 1400 Euro teure Sony ja wirklich gut bis sogar exzellent. Aber sprechen wir nun über die Kameras und das muss ich bei einem Sony immer betonen. Ich spreche bei der Kamera eines Sony-Geräts immer nur vom Automatikmodus. Wer will, kann zwar so viele Parameter anpassen wie bei keinem anderen Marktbegleiter, aber 95% der Nutzer nutzen ihr Smartphone im Automodus, also einfach als Point-and-Shoot-Kamera. Daher sind auch alle meine Fotos im Automodus entstanden.
52 Megapixel Weitwinkel, effektiv 48 Megapixel, 12 Megapixel Ultraweitwinkel und 12 Megapixel für optischen Zoom mit einer flexiblen Brennweite für 3,5- und 5,2-fachen Zoom. Es gibt kaum eine Smartphone-Kamera, die das Gesehene so realistisch auf ein Foto band wie das 1 Mark 5. Das wirkt auf Nutzer eines Galaxies zum Beispiel im ersten Moment vielleicht ein wenig blass, mir gefällt das aber sehr gut. Schärfe und Dynamik passen und das sowohl bei der Hauptkamera als auch bei der Ultraweitwinkelkamera, die für mich zu den besten gehört. Die Idee des flexiblen optischen Zooms ist super, die Umsetzung allerdings nicht ganz so. 3,5-fach und 5,2-fach sind super gewählte Stufen, aber mir fehlt ein wenig die Schärfe und dunkle Stellen saufen ein wenig ab. Generell hat die Kamera, und das gilt für alle drei Objektive, bei Gegenlicht ein paar Probleme. Die Bilder werden hier dann oft ein wenig zu dunkel. Ich knipse aber sehr gern mit dem Xperia 1 Mark 5 und wer sich auskennt und Zeit mitbringt, bevor er ein Motiv festhält, der kann im manuellen Modus noch einiges rausholen. Videos gefallen mir auch sehr gut, 4K HDR und bis zu 120 Bilder pro Sekunde sind drin. Die 12 Megapixel Frontkamera fällt dahingegen etwas ab, hier sind mir die Farben einfach ein wenig zu blass. Alles in allem ist das Kamerasetup des Xperia 1 Mark 5 wirklich gut, auf dem Papier liest es sich aber etwas besser, als es dann in der Realität wirklich ist. Das Xperia 1 Mark 5 weiß in jeder Disziplin zu überzeugen und enttäuscht nie. Top-Verarbeitung, gute Speaker, Mega-Ausstattung, beste Audioqualität, super Display und die beste Kamera in einem Xperia, aber nicht in einem Smartphone. Hier werden die aktuellen Galaxies, iPhones und Pixels bei den meisten besser ankommen. Mit 1.399 Euro ist der Preis nicht ambitioniert, sondern völlig überzogen, auch wenn man die Marktsituation von Sony betrachtet. 999 Euro wäre angebracht gewesen in meinen Augen und hätte sicher den ein oder anderen von einem Kauf überzeugt, der so vielleicht nicht zugegriffen hat. Ich habe zugegriffen und die Entscheidung bisher nicht bereut, ich bin aber auch ein kleiner Sony-Fanboy. Was sagt ihr zum Xperia 1 Mark 5? Schreibt mir das gern unten in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich auf meiner kleinen Reise hier auf YouTube begleitet und mir ein kostenloses Abo schenkt. Vielen Dank dafür. Das Allerwichtigste aber, bleibt interessiert und bis zu einem weiteren Video. Macht's gut. Bye bye.